Boron, noch immer verstehe ich es nicht. Wie konntest du mich all die Jahre so täuschen? Treu diente ich dir und der Kirche, die der heilige Nemekat in deinem Namen begründete. Wochen studierte ich die alten Schriften und Texte, die ich in der zugemauerten Kammer gefunden hatte. Wie lange mag sie ihre Geheimnisse gehütet haben? Wie groß war ihr die Freude, Texte aus der Zeit zu finden, da unsere Kirche noch jung war? Noch immer verstehe ich nicht alles. Ich erkannte die Rituale wieder, die wir noch heute in Abwandlung begehen. Es war nicht einfach, an all die Substanzen zu gelangen, doch schließlich hatte ich sie. Ich entzündete das Räucherwerk und versank im stillen Gebet. Welch tiefe Freude und Verunsicherung fühlte ich zugleich. War mein Geist so aufgewühlt im Angesicht all der vielen Fragen? Hatte der Mangel an erholsamem Schlaf der vergangenen Wochen sein Tribut gefordert? Unruhe hatte mich seit Wochen erfasst und seltsam waren meine Träume. Noch nie hatte ich mich an einem solch wundersamen Ort wiedergefunden. Am Himmel waren Sternbilder, die ich nie erblickt hatte. Und anstatt des vertrauten Mardamals sah ich mehr als ein Dutzend. Oder war es das Gleiche, nur dass ich es mit all seinen Phasen gesehen habe? Ich fand mich auf einer gewaltigen Lichtung inmitten eines großen Waldes wieder. Bäume, die mir vertraut schienen und es doch nicht waren. So war ich im Gebet versunken und saß dort. Um mich ein Kreis von gewaltigen Obelisken aus Obsidian, über und über mit Zeichen mir einer unbekannten Sprache versehen. Und immer wieder ein Bild, eine Wesenheit, die ich noch nie gesehen hatte. Ah, ja, yeah, yeah, yeah. So geht ihr von eurer Kajüte aus nach draußen. Der Fiebertraum des Sumpfes um euch herum sticht und schwirrt, schwillt an. Die Mücken um euch herum sind eine Qual. Und während ihr euch auf dem Deck umseht, um gerade nach draußen zu gehen, in Richtung der Stadt auf den Königsberg, da könnt ihr erkennen, wie Serpentilio sich einmal streckend ebenso auf das Deck begibt. Ah, Serpentilio. Konntet ihr euch ein wenig erholen? Den Umständen entsprechend. Es wäre schneller und einfacher gegangen. Er fährt sich mit der Hand etwas über die noch deutlich sichtbare Narbe auf seiner Wange. Hätte ich es einfach hinfortgehext, aber ich fürchte, unsere Kräfte sind derzeit angespannt genug, ohne auf solche Frivolitäten zu achten. Habt ihr Lust, euch zur Abwechslung einmal mit einem anderen Kollegen als Abelmir zu streiten? Er blinzelt zweimal. Kommt darauf an, wen ihr aufgetrieben habt. Diese Stadt hat bis jetzt nichts Gutes verhießen. Wir haben eine Einladung von Tubarek Alkain erhalten. Möchtet ihr mitkommen? Bargains Off, ist der Name bekannt? Serpentilio ist kein Elementarist, so. Das ist die gleiche Frage, die Abel mir gestellt hat. Du darfst eine Magiekundeprobe plus 18 würfeln. Ja, Dämonologie zählt nicht. Ich bin also 2 drunter. Damit ist das nicht geschafft. Jo. Dann sagt der Name dir zumindest nichts. Nun, ne, was ist denn sein Fach? Er ist ein Elementarist. Nun gut, wir haben ja bereits einige Nachforschungen über die elementare Schwäche der Dämonenarchen angestellt. Ich denke, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Wenn wir uns beraten können oder Götter bewahre, wie wir die Sache rekrutieren können. Was ist eigentlich aus eurem Freund aus den Bergen geworden? Nun, ich glaube, er hat sich an Bord ganz gut eingelebt. Nun, selbstverständlich werde ich euch begleiten, Kapitän. Ja, es ist überhaupt keine Frage. Wie schön. Ich gebe allerdings auch zu, dass mir unser kurzer Aufenthalt in der Stadt bereits überdrüssig geworden ist. Nun, das Erzählen so an sich, denke ich. Aber verzeiht Abelmir. Seid ihr auch der Bibliothek überdrüssig? Dort lauern noch Schätze, die noch unentdeckt sind. Zweifelsohne. Aber wir haben irgendwie sehr konkrete Ziele vor Augen. Und ich fürchte, solange wir nicht die Meisterschaft der stimmenden Heptarchie über die von ihnen kontrollierten Dämonen zu einem direkten Test stellen können, lohnt es sich nicht, weitere Nachforschungen in diesem Gebiet anzustellen, und für alles andere seid wahrhaftig ihr vermutlich der bessere Mann. Nun ja, vielleicht, wir werden sehen, ob wir jetzt noch etwas Zeit dafür finden. Ich hoffe natürlich, diese Bibliothek ist äußerst reizvoll. Aber schauen wir einmal, was dieser Tubarek Kain uns zu bieten hat.
Nun, ich fürchte, er wird wohl leider nicht die sympathischste Person sein. Aber vielleicht habt ihr da eine Idee, Serpentilio. Die Mannschaft berichtete uns, dass sein Bote einen zugenähten Mund gehabt habe. Denkt ihr, das könnte eine Art Untoter sein? Unter den müsste man den Mund nicht zunähen. Zum Ersten könnte man ihn verbieten, zum Zweiten ist mir keine Erhebung eines kontemporären Untoten bekannt, der in der Lage wäre, selbstständig zu sprechen. Wobei natürlich aus älteren Zeiten und wilden Gerüchten solcherlei Dinge bekannt sein mögen. Jedenfalls, nein, ich denke nicht, dass es sich um einen Untoten handelt. Vielleicht, nein, es macht auch keinen Sinn, dass es sich um eine nichtmenschliche Entität handelt. Außer vielleicht. Nein, nein. Ich denke, er will einfach nur, dass niemand voreilig oder vorschnell seine Zunge walten lässt. Gleichzeitig scheint er aber auch wohl genug Mitgefühl zu haben, sie seinen Diener nicht herauszunehmen, wie es ja durchaus üblich ist. Nun, mir kommt das unwahrscheinlich vor, dass jemand so leben kann. Aber nun ja, vielleicht wird der Besuch bei ihm uns diesbezüglich erhellen. Nun, dann wollen wir den guten Herrn doch nicht warten lassen und wir gehen uns geflugs dahin. Es versteht sich natürlich von selbst, Kapitän Jonas, und mit einem Iselema Magier, welcher auch Couleur auch immer vorsichtig umspringen sollte. Ohne Frage. Und ich hoffe, er hat etwas Nützliches zu unserer Mission beizutragen. Zweifelsohne. Nun denn. So könnt ihr gemeinsam wieder in den Fiebertraum der Stadt eindringen und nur nach kurzem Weg über den Effortplatz und an dem Rhein- und Zartempel vorbei wieder abbiegen, über zahlreiche Brücken, die vom sumpfigen Delta aus abführen und dann an einer relativ gut erhaltenen Villa halten. Von dort aus könnt ihr auch tatsächlich sehen, wie oben an der Galerie schon ein Magier steht in einer weißen Robe und einem weißen Turban, den er trägt und euch gönnerisch zunickt, als dann zwei der Diener nach draußen treten und die große Gartentore aufdrücken. Ihr könnt auch hier erkennen, dass die beiden Diener auch den Mund vernäht haben, ähnlich wie der Bote. Allerdings sind sie jeder auf eine andere Art und Weise entstellt oder verkrüppelt, missgestaltet. Und während ihr so die verschiedenen Narben oder auch fehlenden Gliedmaßen betrachtet, die beiden Sklaven zieren, könnt ihr mit einem merkwürdigen, mulmigen Gefühl in diesen doch erhaltenen Palast oder diese Villa eintreten. Frage. Ja. Sehen die verloren aus oder professionell abgenommen? Also sind da irgendwie sauber vernähte Narben und dann klare Bruchkanten, das ist das falsche Wort, du weißt, was du meinst, so sieht das eher so aus, als wären die halt irgendwie verloren gegangen. Und es sieht so aus, als wäre das wohl genetisch bedingt, also durch die Geburt schon nie da gewesen. Okay. Ich wollte nur fragen, ob hier irgendwo die namenlosen Glocke angehen müsste. Aber gut, dann nicht. Nee, würdest du nicht. Also du darfst auch gerne mal würfeln, wenn du möchtest, aber das. Nee, Die sind stumm und der Mund ist zugenäht. Das ist die einzig auffällige, das, was eben nicht so gehört. Das mag ein bisschen. Ja gut, in Kuntium oder in Fasar mag man mit seinen Sklaven nicht so umgehen. Aber. Wie gesagt, es sind Kuriositäten, die er dann hier wohl gesammelt hat. Und das ist wohl sein kranker Humor. Alles klar. Und so könnt ihr dann in die Villa heroch eintreten. Und wenn ihr bereits unten seht, die große Galerie mit einer Treppe, die nach oben führt, wird dann auch geziert von zahlreichen Porträts, aber auch Statuen. Ihr könnt einen rabenköpfigen Drachen erkennen. Oder auch die Regenbringerin Rahandra, die Zulamina kennt, eine Lebensspenderin, die wohl nicht Zar darstellen soll, sondern eine Advaja oder eine Statue, die wohl dem Sphärenwandler Shelhesan gewidmet ist. Und zahlreiche Relikte von Magier-Mogulen, irgendwelche Büsten, die ihr erkennen könnt. Also ein Sammler von großer tulamidischer Kunst. Und auch die Wandteppiche oder auch den, auf denen ihr dann nach oben geht, diese Treppe nach oben, bis ihr dann in dem oberen Stockwerk steht, wo er euch dann auch von der Terrasse aus schon gesehen hatte, könnt ihr dann erkennen, wie er dann auf euch zukommt und seine wallenden, seine wallenden Roben so ein bisschen glatt streicht und euch dann nach und nach die Hände gibt.
Seid mir willkommen. Ich bin Tubarek Alkain. Ich freue mich, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ihr habt schon in der letzten Zeit für einigen Wirbel gesorgt. Wir haben viel von euch gehört. Heptarchenschlechter. Ich würde gern behaupten, dass wir viel von euch in euren Werken gehört haben, aber unglücklicherweise scheinen mir eben jenen nicht sehr bekannt zu sein. Das mag wohl daran liegen, dass Brabak weit entfernt von der Zivilisation liegt. Aber meine Schriften und... nun, sie mögen einige Zeit auf dem Buckel haben, aber... nun, vielleicht seid ihr doch noch nicht so weit, sie euch anzueignen. Nun, der Elementarismus liegt mir leider fern. Seid ihr ein Rastuler? Nein, ich bin kein Rastuler. Meine Kunst ist durchaus älter. Schade, ich habe einige von eurer, nun nicht von eurer, von dieser Akademie kennenlernen dürfen, die wahrhaftig bewandert waren. Nun, vergesst es, vergesst es. Aber ihr seid ja auch kein Heptarchen schlechter. Sulamin, es ist mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits. Rafim, Sohn von, nun, vielen. Sohn des Kor, hörte ich. Naja, also ihr habt ja einen, naja, faszinierende Diener, lasst es mich so ausdrücken. Sie sind euch aufgefallen. Mögt ihr einen haben? Wo kommen sie her? Ich sammle sie aus vielen Orten. Die meisten stammen von hier. Ja, ich bin erstmal vorsichtig, was sowas angeht, aber... naja, nett habt das hier. Wie sieht diese Villa denn aus? Also ist die hochprunkvoll oder eher funktional eingerichtet? Nee, die ist prunkvoll. Also stilvoll eingerichtet, möchtest du meinen. Auch im Gegensatz zu den anderen Palästen, die du hier auf dem Königspalast gesehen hast, also auch selbst die Bibliothek, die war ja riesig und erhaben, aber verfallen. Diese Villa ist eine der wirklich wenigen, auch wenn du dir die anderen Gebäude angeguckt hast, selbst den Boron-Tempel, vor dem du standst. Selbst der Boron-Tempel war verfallen, diese Villa nicht. Und auch das Innere ist sehr geschmackvoll eingerichtet, so wie es eben ein tulamidischer Herrscher, vielleicht auch ein Kunchum, ganz, ganz gerne gehabt hätte. Es ist ein bisschen merkwürdig, also diese edelsteinbesetzten Ritualgegenstände, irgendwelche urtolamidischen Götter, da war wirklich exotische Sachen dabei, irgendwelche vieläugigen auch, oder mondsilberne Masken aus Myrano oder aus Riesland, irgendwelche Gegenstände aus Uturia, wohl, also ganz, ganz merkwürdige Dinge. Und Gegenstände, Götter, Relikte, irgendwas von Magier, Mogulen, irgendwelche Zepter. Aber alles ein Unikat, alles einzigartig. Und sehr stilvoll. Erkenne ich irgendeins der Relikte? Also ich muss mich doch mal würfeln hier. Ja, würfel doch mal. Götter und Kulte, wenn du magst. Ja, warte. Vielleicht kann man ihn ja beeindrucken. 7 Punkte, erkenne ich damit überhaupt irgendwas, was der Mann sammelt? Also, du hattest schon mal diese dreieugige Triopter gesehen, diese Maske mit den drei Augen, dieses Ding auf der Stirn, das hattest du schon mal gesehen. Du weißt, dass das eine Triopter ist. Das muss wohl aus Myrano kommen. Aber viel interessanter fandest du den rabenköpfigen Drachen unter. Das ist Koliadrim. Der ist wohl auch irgendwie mit Kor verwandt. Vielleicht ein Halbsohn von Kor. Ja, also eure Sammlung ist sehr einzigartig, muss ich sagen. Sowas gefällt Abel mir immer, der sammelt auch so komischen Kram, aber... Was? Ich fing gerade an der Statue rum und guck mir die Plakette, die da unten dran ist, wahrscheinlich an. Ja, eine sehr erlesene Sammlung. Woher habt ihr diese Statue? Zeig mal auf dein Spinnenwesen wahrscheinlich. Na, der todbringende Baal Tukain. Ich habe sie über viele Jahre gesammelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, seit wie vielen Jahren sie bei uns steht, aber nun, schon einige Zeit. Sehr interessant. Ich habe so ähnliche Statuen schon einmal unter Fasan gesehen. Das glaube ich nicht. Nicht? Ja, vielleicht waren sie so ähnlich, aber sehr interessant, sehr interessant. Ihr müsst Abelmir sein. Oh ja,
Georgi zu und schüttel ihm die Hand. Ihr habt gegen Galotar gekämpft. Ja, gegen Galotar. Gegen Xeran, gegen Rassasor. Oh ja. Erinnert mich nicht daran. Ich habe immer noch Albträume davon. Wisst ihr, diese Stadt, sie mag einen wahnsinnig machen. Man entflieht der Monotonie. Es gibt wenig, was mich an einem Vertruß bringt. Aber Borbarat vor einigen Jahren war so etwas. Da hält die Zeit für einen Moment an und man ist tatsächlich geneigt, zuzusehen, was passiert, nicht wahr? Die Heptarchen waren ein Abglanz von ihm, aber diejenigen, die in der Lage sind, die Heptarchen zu besiegen und die Splitter auszumachen, das ist etwas anderes. Nun ja, wir waren nicht allein, wir hatten Hilfe dabei, das muss man zugeben. Aber wir haben überlebt und das zählt schon viel. Wo wart ihr gleich nochmal, als Borbard erschien? Wart ihr hier? Ich war hier. Ich war schon immer hier. Salem ist ein Fiebertraum. Vielleicht ist es nicht einmal Wirklichkeit. Was oder wer immer hier schläft, wir werden alle Teil seines Traums. Nun ja, das wollen wir doch verhindern, dass wir Teil eines Traums werden, nicht wahr? Aber erneut hat die Zeit ein weiteres Mal angehalten. Alle schauen zu auf diese Region. Und das mag nicht nur an euch liegen, sondern vielmehr an dem letzten Heptarchen, der über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Nun, vielleicht könnten wir das bei einer Tasse Tee bereden. Und nicht hier. Selbstverständlich. Setzt euch. Nun, was wisst ihr von Palligan? Palligan, ja. Ich denke nicht, dass sein Schicksal so sehr wichtig sein wird wie das eines anderen, der an seiner Seite weilt. Ah, ihr spricht auf den Herrscher aus der Tiefe an, nicht wahr? Der Zaubersultan, der Land und Meer verheiraten wird. Ich denke, er ist ein großartiger Schlüssel. Er mag zwar den Splitter nicht beherrschen, aber er ist ähnlich mächtig wie ich. Nun, wir müssen bald besiegen, sei es wie sei, um das Schicksal der Welt nicht zu besiegeln. Es sind viele Zahnrädchen, die ihr drehen müsst. Aber ja, die beiden sind einer. Nun, wie ihr wisst, wenn er siegt oder sie siegen, dann wird Salem nicht mehr sein. Es wird überschwemmt werden, von hier bis zum Rassschutzwall. Nun, das hat schon einmal stattgefunden. Die Macht Elems. Sie wusste nicht nur auf ihren Chimärenmeistern oder den Geisterrufern, auf den Söldnern von Vajat. Ob die Götter Vajat oder Elem straften, es spielt letztlich keine Rolle. Es traf sie beide. Nun, diesmal wird das Wasser aber nicht zurückgehen, sondern bleiben. Nun, da mögt ihr recht haben. Vielleicht sollten wir uns, nun ja, ergänzen in unseren Mitteln, um dieses Schicksal zu vermeiden. Ihr klingt nicht sonderlich besorgt über den Hergang der Dinge. Nun, sagen wir so, ich kann euch meine bescheidenen Mittel zur Verfügung stellen in dem Kampf, den ihr führen mögt. Ich habe Gerüchte klingen lassen, dass ihr über elementare Meister verfügen mögt. Zumindest, nun, nicht unbedingt eurer Kampf, sondern der Sulman al-Nasuri. In diesem Falle sind sie uns tatsächlich weit voraus. Nun, ihre Agenten sind auf dem Weg zu uns. Sie reisen durch die Wüste, auch in Richtung Salem. Sie werden uns bald erreichen. Und sie werden etwas mitbringen. Und auch ich werde in diesem letzten Gefecht, oder einem dieser letzten Gefechte, tatsächlich meine Eisgrotte zur Verfügung stellen, so ihr sie denn wünscht. Oder so die Sulman sie wünscht. Sowohl wir als auch die
Bretter der Sulman hätten sicherlich großartige Verwendung dafür. Zumindest wenn der Anschein, die Wahrhaftigkeit eurer Tat sich mit dem Anschein deckt. Dem ist so. Zweifelsohne. Nun, wenn ich doch die bescheidene Anfrage stellen dürfte, wären wir wohl besser mit dieser Art von Hilfe bedient, bedenkt man, dass die Sulman al-Nasuri ihre eigene elementare Magie walten kann. Nun, Erde, Wasser und Luft mögen einfach zu beschwören sein. Auch Feuer mag man noch irgendwie hinbekommen. Erz in einiger Reinheit zu bekommen, nun, im Regengebirge auf der anderen Seite des Wassers, mag wohl sicherlich auch funktionieren, aber Eis hier in Salem oder in der Umgebung zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Daher biete ich euch, wie gesagt, für einen elementaren Meister meine Eisgrotte an, auf das er wandeln möge. In der letzten Schlacht. Nun, das würde uns zweifelsohne helfen. Die Dämonenarchen sind sehr verletzlich gegen das Element des Eises. Und da bin ich mir da durchaus bewusst. Ich habe auch eure Schriften zu den Archen gelesen. Ah, interessant. Und wie haben sie euch gefallen? Nun, sie kratzen an der Oberfläche, möchte ich sagen. Ihr habt nicht lange auf ihnen gelebt, nicht wahr? Nun, lang genug, um zu überleben. Das sollte reichen. Wenn man kein Paktierer sein will, sollte man schleunigst verschwinden von solchen Orten. Nun, ihr solltet wissen, dass ein Mahaitamim eine solche Kreatur zu beschwören mag, nun, nichts für einen Dämonenmeister sein. Seine wahre Kunst war es, dass er mit den Schwertern der Elemente ihnen die Unverwundbarkeit nahm. Letztlich ist es nur den 7 Gezeichneten zu verdanken, dass eines der Schwerter nicht benutzt wurde. Ansonsten hätte man die Forschung an den Mahaitamim auch unabhängig von dieser permanenten Beschwörung von Borbarat führen können. Ich möchte behaupten, die wahrhaftige Großtat hier lag tatsächlich eher in der sehr weltlichen Aktion, die Umgebung zu schaffen, in der besagte Mahaitamim auf ihre derzeitige Größe anwachsen konnten. Auch das, die blutige See. Da habt ihr recht. Aber die Forschung ist ja auch nicht daran interessiert, einen Mahaitamim langfristig zu halten. Wir beschwören sie und schicken sie dann wieder zurück. Nun, aber wenn ihr mögt, dann kann ich euch noch ein weiteres Quellenstück überreichen, was euch vielleicht im Kampf helfen mag. Das Vark-Elgentin, das Erbe der Rasse. Es wurde, nun, von einem Tubal-Kain geschrieben. Tubal-Kain mit dem kalten Herzen. Vor mehr als 2500 Jahren. Ein entfernter Verwandter von euch? Naja, die Namensähnlichkeit mag euch aufgefallen sein. Tubal-Kain und Tubarek al-Kain. Ja. Nun, was schrieb denn dieser Tubal-Kain mit dem kalten Herzen? So Interessantes? Ich werde euch das Schriftstück, wie gesagt, mitgeben. Es mag euch sicherlich auch so helfen. Wäre ich mit diesem Tubal kein Verwandt, nun, wie alt müsste man dann sein, oder wer will schon so lange ein Dasein fristen, dass man einen Stammbaum führt? Nun, in dieser Umgebung, Silem, ich würde keine 2500 Götterläufer alt werden wollen, nicht hier. Nun, es wurde vor 2500 Jahren geschrieben. Aber dieser Tubal-Kain soll noch älter sein. Nun, ich las von ihren alten Schriften. Er opferte angeblich einen Teil seines Landes, um, nun ja, seine Zauberkräfte zu mehren. Und steht da auch, an wen er dieses Opfer gebracht haben soll?